Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Boah, was war besser? Art Attack oder Fingertips? Ich bin großer Fingertips-Fan. Aber das ist auch beides geil einfach. Diese tanzenden Bastelgegenstände zu dem. Ja, Fingertips war wirklich einfach Crafting. Das war so Basteln und Kochen und teilweise auch Fototricks und solche Sachen und irgendwas mit Kameras und so. Art Attack ist wirklich eher so Kunst gewesen, mit viel mehr Farben und einfach Zeichnen oder irgendwelche Methoden, wie man, glaube ich, auch Cartoon-Figuren und so besser designen kann und solche Sachen. Waren einfach zwei verschiedene Shows. Ich weiß gar nicht, ob ich mich festlegen will. Auf jeden Fall die Musik auch sehr stark, sehr stark. Und von Disney natürlich. Disneys Art Attack. Hallo und herzlich. Und Benny Weber immer noch bei Disney. Fuckt mich komplett ab. Also netter Mann, aber fuckt mich in letzter Zeit komplett ab, weil er immer wieder dasselbe über Hakuna Matata in Toy Story 1 erzählt. Wenn ich mir diese YouTube-Streams angucke, gucken welche von euch die auch mit Kim Possible alle Folgen. Jetzt gerade läuft, glaube ich, Gravity Falls alle Folgen. Hannah Montana und Zack & Cody lief schon. Willkommen bei Art Attack. Digga, und nach jeder Folge erzählt mir dieser Mann, dass ich Lilo und Stitch wegen Ohana und Familie schauen soll. Eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige. Ja, er nervt so hart. Ja, weil es nur so, er hat nur so 15 Clips aufgenommen und die loopen die ganze Zeit. Ich meine, die ganzen Folgen von den Serien loopen auch wochenlang durch. Aber das sind mehr Folgen als Clips von Benny und dann muss man zwangsläufig mehr Benny doppelt und dreifach ertragen als halt die Folgen. Also, los geht's mit Art Attack. Das nenne ich mal Fortschritt. Fußball gibt's schon seit über 100 Jahren. Ich find's so geil, wie man jetzt einfach, ich höre immer Kyle aus South Park, die ganze, es ist so eindeutig er. Dann kam Tischfußball dazu, dann Fußball-Computerspiele und ab heute gibt's auch noch Computerspiele. Fingerfußball. Und ihr kommt gerade richtig zum Elfmeterschießen. Ich finde es so stark. Elfer für die gelb-rote Mannschaft. Ich weiß, Stan. Sorry. Ja, ich habe jetzt nicht den Charakter verwechselt, sondern die Fake-Fan. Ihr wisst schon. Recht. Der Schiedsrichter pfeift an. Beni läuft an. Fick dich, Cartman. Und ja! Wow, das ist die Meisterschaft. Das war jetzt 1:1 gerade. Habt ihr Lust? Ich zeige euch, wie es geht. Zuerst braucht das ist der Grund, warum ich immer zurückspule bei den Livestreams, um Benny zu skippen. Kannst du nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurückspulen, glaube ich. Bei Zack & Cody konnte ich es auch noch. Aber ich meine, wenn du jetzt drauf gehst, falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, wir können kurz mal Gravity Falls einmal einblenden und testen, ob das geht. Weil irgendwie haben sie es deaktiviert, glaube ich. Das gucke ich aber sowieso nicht, weil ich das auf Englisch schon geschaut habe. Die Show. Ich könnte es mal auf Deutsch gucken, aber nicht viel Nostalgie hierfür, sondern einfach Fan. Ich mag es. Jedes Mal, wenn die Show erwähnt wird, muss ich flexen, dass ich das Journal 3 besitze. Aber es ist einfach eher so ein Zeichen dafür, dass ich einer von euch bin, falls ihr die Show mögt. Aber deswegen, ich glaube, das interessiert mich trotzdem nicht. Was ist das Geheimnis? Hab's noch nie auf Deutsch geguckt. Knusperkram für starke Männer. So, kann ich zurückspulen? Nee, nicht nur am Handy kann ich nicht zurückspulen, sondern selbst am PC kann ich nicht mehr zurückspulen. Habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, zurückzuspulen? Weil, guck, man pausiert auch nicht. Da ist ein neues Symbol für YouTube-Verhältnisse. Dafür, dass man nicht Pause, sondern Stopp drückt einfach. Weil durch das Zurückspulen und so konnte man wahrscheinlich zu viel von dem Stuff irgendwie mitschneiden oder ja, genau, skippen zum Beispiel. Das wollten die halt nicht. So eine Sohle aus Pappkarton aus. Dann macht eine ich schaue es aktuell auf Niederländisch, das ist eine gute Serie. Es ist so eine gute Serie. Hier vorne auf die Schuhspitze kommt. Gerade für Disney-Verhältnisse auch fast schon so eine Art, na, Erwachsenen-Cartoon, nee, aber schon so für Jugendliche, würde ich sagen. Nehmt euch einen Streifen Klebeband und klebt die Zeit. Hast du die Version mit der Schwarzlichtfunktion? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte die haben, oder? Stimmt, man konnte hier so geheime Messages auf allen Seiten eigentlich finden, ne? Ich habe leider jetzt gerade kein Schwarzlicht da, um das zu testen. Zeitungspapierkugel auf der Bastelkleber. Überall weißer Bastelkleber, wenn das Schwarzlicht angeht. Wenn ihr wüsstet. Da kommt das Fußballerbein. Johnny, du hast echt Probleme, dazu Mann. Dazu nehmt ihr euch ein kleines Stück Karton, zum Beispiel von einer leeren Müsli-Schachtel. Das sollte so lang sein wie euer Finger. Wenn er den weißen Bastelkleber erwähnt. Jetzt rollt den Karton zu einer Rolle zusammen. Wir machen einen Counter. Wir zählen, wie oft er den weißen Bastelkleber überhaupt erwähnt. Weil ich wette, es war gar nicht so oft. Benny Weber macht bis heute diese Jokes auf TikTok, dass er, dass alle keinen weißen Bastelkleber hätten oder dass es super einfach wäre, da ranzukommen oder so. In dieser Position klebt ihr die Rolle. Er wird noch immer ständig damit genervt. Und klebt sie dann hinter der Zeitungspapierkugel auf die Pappsohle. Sag mal, was rollt er sich da eigentlich? Das sind doch trainierte sieht Finger. Sieht doch schon fast aus wie ein echtes Fußballerwadel. Der kennt sich doch aus mit dem Bauen.
Das sind nicht mal seine Finger, oder? Wo ich gerade sag, trainierte Finger. Das ist eigentlich von dem Original-Dude. Das Bein und den Schuh unten dran. Man sieht nie das Gesicht, damit es in alle möglichen Länder verkauft werden konnte, das Format. Benny musste nie basteln, ich sag, wie es ist. Mit einem Streifen Zeitungspapier? Das ist gerade der große Künstler, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Mach dir noch einen Sockenbund hier oben an das Bein. Hieß der auch Nils? Nils, der große Künstler? Digga, alle heißen Nils. Benny Weber, more like Benny Dreher. Als nächstes bekommt der Fußballschuh eine richtige Zunge. Das können wir besser. Mit Benny Weber kann man noch viel witzigere Jokes machen, oder? Papier. Die klebt ihr hier oben auf den Schuh. Jo, richtig mit Vollspannen neben den Ball. Auch noch mit einem Streifen Zeitungspapier. Na, das ist schon cool, dass man mit so... Ich sag mal, wie es ist. Es ist entspannter und irgendwie ein bisschen... Da würde ich mir das sogar eher zutrauen. So, ja, ich mache ein bisschen Zeitungspapier um Zeitungspapier und dann sieht es langsam ein bisschen plastischer aus. Ich habe einfach ein bisschen Tesafilm dabei. Aber die Aufmachung von Fingertips peitscht einen da so mehr durch. Und das, ich weiß nicht, deswegen fand ich diese Show, glaube ich, ein bisschen zu melancholisch tatsächlich. Teilweise. Das hier einfach wirklich wieder natürlich auch so... Natürlich braucht ihr noch ein zweites Bein, also macht genauso wie... Aber ich meine, jetzt hatte er es ja da, ne? Also, wieso sollten sie es nicht auch mit ihm drehen? Das erste, noch eines. Aber die sind jetzt noch ein bisschen schwach, also müsst ihr die Fußballerwadeln noch trainieren. Muskelaufbau für den harten Schuss. Ihr wisst bestimmt schon wie. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Zu gleichen Teilen mit Wasser gemischt. Der singt doch auch irgendwas mit Wadeln oder so. Oh fuck, da ist der Counter. Weißer Bastelkleber, der erste. Warte, ich gucke, ob ich welchen hab. Zählt das? Fix und fest Holzleim. Das ist weißer Bastelkleber. Ich glaube, da steht zwar Holz, aber ich glaube, Leim ist Leim. Das ist einfach, das könnte man dafür nutzen, oder? Hat man eigentlich nicht zu Hause. Ich habe nicht mal einen Drucker zu Hause oder Papier gerade. Doch, Papier habe ich. Aber ich habe weißen Bastelkleber. Verkleidet so den gesamten Fußballerschuh und das Bein mit Pappmaché. Wir haben welchen zu Hause, stark. Leim ist Leim. Na, 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 na. Das ist schön stabil und bekommt eine gute Oberfläche. Benny Kleber, hier Benny Streber. Nicht drüber pinseln. Benny Weber, eher Benny Knecht. Ihr könnt auch ein bisschen Küchenpapier Benny der über Weber den Rand bis auf die Sohle des Schuhs kleben. Benny Art Attack bietet Bubatz an, akzeptierst du. Digga, von niemandem würde ich weniger sein. Drogen annehmen als von Benny, sage ich, wie es ist. Der ist auf einer ganz anderen Wellenlänge. Der hat sich schon in irgendwelche Atmosphären geschossen. Ich glaube, da wäre ich noch nicht bereit für. Da müsste ich erstmal so ein bisschen vorglühen. Wenn sie trocken sind, dann sehen sie so aus. Steinhart und fertig zum Anmalen. Benny sind lieber. Kennst du Schwarz-Rot-Grill? Nein. Will ich's kennen? Und dann überlegt euch, welche Farben euer Fußballverein haben soll. Das sind doch Ketchup, Mayo, Senf und Schwarz. Nehmt entweder ja, Mann. Die Farben eures Fußballvereins oder sucht euch zwei schöne Farben aus. Ich glaube, du hast recht. Zum Beispiel Rot und Gelb. Meine Lieblingssoßen. Und damit malt ihr das Bein des Fußballs. Ja, nicht mal irgendwie Sojasauce oder keine Ahnung. Kaviar passt einfach schwarz. Das gleiche macht ihr natürlich auch noch mit dem zweiten Fuß. Jetzt drei Soßen und eine Farbe. Streifen auf die Schuhe, Schnürsenkel, die Kringel an den Socken und unten auf die Schuhe natürlich die Fußballstollen. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber bei Fingertips hätten die nach 4 Minuten hätten sie mir schon 3 andere Sachen gezeigt, oder? Sind die Fußballschuhe, aber irgendwas fehlt doch noch. Such mal, es wird dir gefallen. Klar, das Tor. Nehmt euch dazu einen Pappkarton ohne Deckel oder ihr schneidet den Deckel einfach weg. Und damit macht ihr Folgendes. Sucht euch einen Bogen dickes Papier, genauso groß wie die offene Seite eures Pappkartons. Darauf malt ihr jetzt euren Torwart. Warte, wo soll ich das eingeben? Bei YouTube oder bei Google? Hier kommt Lass nur so... richtig sportlich aussehen. Meet and greet. Dieser Torwart hechtet sich gerade auf eine Seite des Tors. Natürlich ist das ein fucking halten, Channel. Ihn geschossen wird. Meet and greet. Yo, Benny. Wie geht's dir mittlerweile so? Sind wir vorangekommen hier, oder? Den Rahmen des Tors macht ihr ein bisschen dicker. Guck, wie harmlos und langsam jetzt alles wirkt in Art Attack dagegen. Jetzt nehmt euch einen runden Gegenstand, zum Beispiel eine Tasse,
und malt mit Hilfe dieser Schablone mehrere Kreise rund um den Torwart. Deutsche Filthy Frank. Das werden später die Löcher, durch die ihr die Tore schießen könnt. Sehe ich nicht. Ich glaube, es gibt keinen deutschen Filthy Frank. Unerreicht. Macht so viele Kreise wie möglich, dann könnt ihr später leichter Punkte erzielen. Dan Schneider. Give me my bitches back. Sehr gut, soll leider ein bisschen trocken. Jetzt mal ein paar Schokochips hinterher. Wenn ihr keinen Platz mehr für Kreise habt, dann schneidet diese aus. Muss mich langsam auch mal setzen jetzt. Macht das ganz vorsichtig mit eurer Schere, damit erstmal ihr tolle, runde Löcher bekommt. Und dann malt ihr euren schön Torwart und das Tor schön bunt an. Ich vermisse leider die aufgesetzten, gestressten Stimmen von Steven und Vern. Fern, wie auch immer. Wenn der Torwart fertig angemalt ist, dann klebt ihn vorne auf seinen Kasten. Ihr seht, ich habe das Tor außen noch mit grünem Ton. Digga, der hat richtig was auf dem Kasten, glaube ich. So angemalt, dass es aussieht wie ein richtiges Netz. Und jetzt könnt ihr loslegen. Ihr braucht natürlich noch eine zweite Mannschaft. Viel zu also, hübsch auch schon wieder. Hätte ich niemals so hinbekommen. Und natürlich den Fußball. Nehmt einfach einen Tischtennisball, den ihr mit schwarzen Sechsecken wie einen Fußball anmalt. Digga, das finde ich schon schwer genug, so einen runden Ball mit so einem Filzer irgendwie zu treffen, ohne dass er mir die ganze Zeit wegrutscht. Und dass der Stift auch nicht abrutscht und die Linie vermalt. Diese Dinger gab es ja auch so zu kaufen, ne? So Schuhe für die Finger und so. Ich finde das zwar cool mit dem ganzen Tesafilm und Zeitungspapier, aber damit kannst du auch ultra schlecht koordinieren, glaube ich. Und der Tischtennisball ist dann so leicht. Weiß nicht. Kann der Schiri das Spiel anpfeifen? Da spiele ich lieber ohne diese Füße. Da spiele ich einfach mit meinen Fingern so. Es geht. Okay. Art Attack Fingerfußball macht richtig viel Spaß. Macht vor allem so viel Spaß, wenn man nicht zu zweit im Studio ist, wie bei Fingertips. Da kann ich ja zu zweit einfach zwei Mannschaften. Ich habe halt einfach so viele Freunde. Probiert's einfach aus. Oha! Okay. Gute Aufnahme. Ich frage mich, wie viele Take. War das der erste Take oder. Seit wann hat er ein Beanie? War das immer so eine Sache? Digga, ich hab Angst. Leute, ich hab ein bisschen Angst vor dem. Ich mag den nicht. Ein Tor! Ein Wahnsinnsspiel! Nee, ich. Hallo? Nee, der guckt in meine Seele. Der erinnert mich auch irgendwie an sowas Schlimmeres. Keine Ahnung. Euer Schlaukopf. Wollt ihr euer eigenes Fingerfußballspiel spielen? Dann hingeschaut und aufgepasst. Der ist ja auch gruselig, eine Pappkartonschuhsohle. Ja, guck allein das. Eine Zeitungspapierkugel auf die Schuhspitze. Das ist so, vielleicht auch für etwas Jüngere als Fingertips. Eigentlich nicht, ne? Aber es hat so diesen Teletubby-Vibe mit, ich hab das zwar gerade gesehen, aber ich bin so euer Schlaukopf. Nochmal. Ich hab's ja. Für das Bein. Selbst wenn man gerade erst einschaltet, so, dann wäre das hier, finde ich, auch eine zu schnelle Zusammenfassung. Keine Ahnung. Eine Rolle aus dünner Pappe zusammen. So. Deswegen funktioniert es im Internet halt besser, so Tutorials und Nachmachen und so. Und jetzt auch diese ganzen Sachen, die da explodiert sind mit irgendwelchen für Kinder ausgelegte Craft-Videos, die aber irgendwie vom Inhalt mit Slime und Elsa und Spider-Man-Gate und so, keine Ahnung, irgendwie abgedriftet sind. Ich weiß auch nicht, was da alles dahinter steckt. Lang und dick wie euer Finger und klebt sie. Ich will nicht mobben, aber der ist halt hässlich. Ja, der bewegt sich auch leider so hässlich. Einzelheiten hinzu. Und bastelt weil er so eine Handpuppe aus Gummi auf ist. Genau die gleiche Weise. Stimmt, so Lazy Town-artig wie zum Beispiel der Bürgermeister da auch. Ich meine, alle Puppen sehen ungefähr so aus, aber den mochte ich auch nicht. Das ist mir zu unbeweglich einfach. Jetzt verstärkt das Bein mit einer Schicht weißem Bastelkleber. Nicht ganz so gruselig wie diese richtigen Bauchrednerpuppen, aber ähnlicher Vibe halt. Da achtet darauf, dass ihr nicht also ich mag das Suckenende hinauspinselt. Wenn ich hat eine sympathische Stimme. Dann könnt ihr sie in euren Vereinsfarben anmalen. Und wie er redet, ist okay. Ich mag ihn optisch einfach nicht. In der gleichen Größe. Ich finde ihn einfach nicht attraktiv, das ist in Ordnung, oder? Torpfosten und die Löcher auf durch soll er wohl noch sagen dürfen. Geschossen werden. Nehmt dazu eine Tasse als Schablone. Was ist jetzt schon wieder Spider-Man-Gate? Welchen Skandal habe ich schon wieder gedodged? Ja, ich mische immer super gern irgendwelche Scheiße aus meinem Gehirn zusammen und dann wird es zu meinem Commentary manchmal. Laber ich da auch einfach, also Elsa-Gate kannst du mal, glaube ich, googeln oder auf YouTube eingeben. Und ganz oft ist Spider-Man da auch dabei oder der Joker oder so. Und das sind so millionenfach geklickte Videos mit irgendeinem so Schwachsinn, einfach nur mit, keine Ahnung, Slime und Energy-Drinks und Elsa und Spider-Man. Und das ist dann irgendwie Content. Drohne mal drumherum und schneidet die Löcher aus. Malt aber ich glaube nicht mehr so lukrativ seit YouTube Kids und seit, wie hieß das nochmal, dieses, ja, also der Grund, warum zum Beispiel hier, wie heißt der Channel, der
der Recap-Cartoons macht und so, der muss halt super brutal teilweise die Animation machen, brutaler als früher. Findet er wahrscheinlich gar nicht so unbedingt lustig. Er muss es jetzt aber machen, damit es nicht als Kinder-Content von YouTube gestrikt wird, nenne ich es mal, und man kein Geld mehr damit machen kann. Cass van de Poel. Wenn er gut festgeklebt ist und er das Wichtigste, den Ball bereitgelegt hat, dann kann's losgehen. Ole! Bonus Funny Toy Time. Super Rote, ole! Oh. Aua! Ich glaube, ich hätte doch lieber Stürmer werden sollen. Oh. Nee, der sieht einfach uncanny aus. Ich denke mal, das ist ein Uncanny Valley-Ding bei mir. Ich habe eine Flüsternachricht gemeldet und da stand, ich soll bestmöglich einen Zeitstempel angeben. Ah ja, Twitch. Tolle okay. Bilder kann man bekanntlich aus allem Möglichen machen. Ich sehe Ricky in ihm. Besonders gut. Neil, was ein Kompliment. Künstler. Er nimmt ganz alltägliche Dinge und macht aus ja, ihm ein das war das Highlight. Riesenbild. Neulich war Neil auf einem Flugplatz, doch all die Fluggeräte... Das Gefühl, nach 10 Minuten so ein Tor mit Füßen zum Kicken und dann noch der Recap vom Schlaukopf, das ist einfach nicht so fast-paced wie Fingertips. Ich sehe, warum ich es nicht so gern dort geguckt habe wie kam Fingertips. Ein bisschen altmodisch vor. Das brachte ihn natürlich sofort auf die Idee für ein neues seiner Kunstwerke. Aber das war für mich immer ultra faszinierend. Wofür er dabei diese Metallbeilagscheiben hier verwendet. Und das Ultra-Highlight. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Google Maps-Video von den Buben geguckt haben. Aber da gab es eine Szene, da war so ein Kunstwerk, da waren so super viele rote oder rosa Regenschirme irgendwie aufgestellt auf so einem Feld. Glaubt ihr, Nils, der Künstler, macht hier gerade ein Art Attack-Riesenbild? Nein, nicht in Frankreich. Und achtet mal drauf, wofür den Regenschirm. Ich fand das so witzig, die Vorstellung, dass er sagt, achtet mal drauf, wofür er die benutzt, und dann nutzt er nur ausschließlich die. Ja, und das fand ich ultra faszinierend, aber das ist halt auch einfach viel beruhigender gemacht, was auch schön ist. Zum Beispiel die Sendung mit der Maus und so hatte oft solche Einspieler, die eher so ein bisschen nur so Sound unterlegt hatten. Oder bei Löwenzahn, glaube ich, auch. Ja, so pädagogisch wertvollere Sachen hatte man schon eher in Art Attack, denke ich. Aber manchmal war ich dann einfach nicht so ein Fan davon. Aber Riesengemälde als Konzept ist einfach so stark. Macht das noch irgendwer so als Gimmick-Channel? So was, wenn man einfach einen YouTube-Channel macht, wo man jedes Video ist einfach so ein Riesengemälde, aber man schneidet es noch so ein bisschen cooler als das hier, vielleicht so, sogar so Mr. Beast-artig. Heute bin ich an dem und dem Strand und mache ein Riesengemälde. Und dann stellt man rein, wie man so Probleme mit der Polizei kriegt, weil man da eigentlich gerade nicht sein darf, oder wie irgendwelche Passanten Ärger machen oder so. Street-Comedy-mäßig. Neil war mein Held. Neil oder Nils? Ich habe sogar solche Mega-Arts selber gemacht. Ey, er hat einmal aus Salz so einen Ultra-Drachen gezeichnet. Also da hat er gar nicht so alltägliche Sachen einfach zusammengeworfen und so Collagen gebastelt, sondern hat wirklich richtig gut gezeichnet, aber mit so herkömmlichen Mitteln. Also ja, zum Beispiel Kreide und Kohle oder so ist ja auch verbreitet in der Kunst, aber mit Salz war ultra geil. Das hat mich so inspiriert, weil ich ja super gern gezeichnet habe und auch halt richtig gut darin werden wollte. Also er war schon auch Vorbild. Aber das hier ist mindestens genauso cool. Jo, und jetzt müsste man einfach so ein Riesengemälde mit South Park machen und dann aber Benny Weber irgendwie als Special Guest haben, weil es doppelt Sinn macht. Ich muss ein South Park Riesengemälde irgendwann mal machen. Irgendwann, wenn ich ein YouTuber mit einer 500.000 bin oder so. Das ist mein Lebensziel. Und dann habe ich genug Reichweite für Benny Weber. Und dann mache ich mit ihm ein Riesenbild. Und Stan ist auch drauf. Aus Natriumchlorid? Junge, das ist Salz. Wenn du nicht weißt, was Salz ist. Nils wird von der Polizei gejagt. Unser Riesenkünstler Nils ist mal wieder in U-Haft. Und achtet mal drauf. Achtet mal drauf, wofür er die gefälschten Ausweise benutzt. Achte mal drauf, wofür er Benny Weber benutzt hat. Ich pack Benny Weber in das Bild. Er ist einfach Stan. Oder er ist so
Teil seines Gesichts oder so. Ein Arm einfach. Weil so Collagen-Shit passt ja super zu South Park. Ne, also deswegen habe ich das gesagt. Weil ich finde, das hier sieht gerade schon so South Park-mäßig aus. So würde auch in South Park ein Flugplatz sein. Da ist gerade hier der Wal drin. Sie fliegen. Ich frag mich ja, was er da bastelt, ne? Also er war am Anfang auf einem Flugplatz. Und jetzt macht er ein Flugzeug. Ich habe legit nicht aufgepasst, ob er diese Kontaktplatten da schon benutzt hat. Ich weiß nicht mal genau, was es ist. Er spricht nicht selbst. Hat man überhaupt geschaut? Ja, dann halt Kai. Digga, ich verwechsel gerade nur die Namen. Ich müsste es einmal angucken und dann wüsste ich's. Hockey ist so ein Dreckiger. Jetzt kann ich es halt nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, was richtig ist. Stan oder Kyle. Weil vorhin hat er auch schon gesagt, er spricht Stan und nicht Kyle. Echt stark. Und im Endeffekt gesehen, spricht er einfach Kenny. Beilagscheiben hier gemacht hat. Nein, ich hab's nicht gesehen. Zuerst legt er sie eine nach der anderen auf die Fenster. Boden. Und schon sind sie zu den Fenstern der Stark. Concorde geworden. Einfach clever. Stan ist Benny, okay. Hockey, so ein Bastard. Ja, doch, Kyle ist Raymond. Kyle ist Raymond, ja, stimmt. Stimmt, Kyle ist der neue Raymond. Volle 3D-Wattebilder. Beziehungsweise der, wen hat er noch gehabt? Shadow aus Sonic X. Und Sonic aus Sonic Prime, glaube ich, tatsächlich. Zaubern kann? Ganz einfach. Mit ganz normaler, einfacher Watte. Los geht's. Hier seht ihr ein Bild von einem Ja, das Papagei. Fand ich cool bei Art Attack, dass da eher mal gezeichnet wurde als bei Fingertips. Jetzt übertragt genau diesen Papagei mit einem dicken Filzstift ein Papagei. Auf einen Karton. Der Sohn von Luke Skywalker, also von seinem Synchronsprecher. Achso, okay. Ihr müsst gar nicht alle Details nachzeichnen. Digga, Synchronsprechen ist ja sowieso so übelste Vetternwirtschaft, allein weil gesagt wird, ja, hier für das neue Projekt, wir haben ja gerade, ich bin hier Tontechniker bei irgendeinem Disney-Film oder so im Deutschen und wir brauchen noch Sprecher. Ich habe gerade einen 6-Jährigen, der kann ja mal ins Studio kommen, wir können es ja mal probieren, ob er das einsprechen kann. Und dann ist für diesen 6-Jährigen plötzlich sein ganzes Leben Synchronsprechen so eine Karriere, weil er einfach mal so mitgenommen wurde. Da kann man ja eh einfach so reinrutschen. Und man kann natürlich auch einfach gecastet werden. Ich glaube, hier unser guter Manuel Straube, Hockey und ich, große Fans, der ist, glaube ich, einfach zu einem Casting hingegangen in München irgendwie und dann wurde er die Singstimme von Simba und das war so sein erster Gig, richtig stark. Aber es gibt diese Synchronsprecherfamilien einfach. Also irgendwie der Bruder von dem Sprecher von Leonardo DiCaprio ist der Sprecher von zum Beispiel hier Captain America, ich weiß den Schauspieler gerade nicht. Und die Tochter hat auch irgendwelche Rollen und einen TikTok-Channel, wo sie die vorstellt und die sind so alle verwandt und dann haben die eine Cousine, die irgendwie ein Berühmtes spricht und so. Das ist so krass, wie das so basically wahrscheinlich auch Mafia-Strukturen entstehen, so wenn du den einen kennst und eine Rolle haben willst, dann musst du dich erstmal, dann stellst du dich nicht quer mit der Familie der Synchronsprecher, Alter, da musst du aufpassen, dass du dich nicht mit denen verkrachst oder so, weil die haben einfach jeden Kinofilm synchronisiert, so, deswegen sind es auch für viele Leute immer so diese 10 selben Stimmen im Kino zu hören, das wird ja dem deutschen Synchron sehr vorgeworfen, aber ich glaube, da steckt richtig... Teilweise, ich will jetzt kein Verschwörungstheoretiker sein und ich will dieser Familie nichts vorwerfen, aber ich glaube, da stecken teilweise richtige Dramen und so dunkle, ja, so Schattenseiten hinter, würde ich jetzt mal sagen. Chris Evans, genau. Mir fiel gerade nur Chris Hemsworth ein, aber das ist ja Thor, ne? Eigentlich nur den Umriss des Papageis. Ihr könnt natürlich auch ein Bei mir Kluckert ist stark, die von Yasharov sind ein Riesenname. Flechtner, Schmidt-Voss kenne ich, glaube ich, auch. Ja, ja, das ist krass. Der 3D-Effekt eures Bildes. Ich wäre auch gerne irgendwann mal ins Synchronsprechen rein, ich wusste halt nur nie wie. Die Watte. Ich hätte so wie Strawberry Cake oder so irgendwie Fandubs machen können und dann sich da so reinkämpfen können, aber ich glaube, die hat es auch überhaupt nicht leicht in der Industrie. Also das ist schon krass. Man stellt sich das so spaßig vor, aber ich glaube, das ist heftig. Tunkt jeweils ein bisschen Watte in eine Schale mit weißem Bastelkleber. Drückt die Watte aus. Schmidt-Voss sind die, von denen du gerade geredet hast, genau deswegen. Und legt sie vorsichtig auf euer... Hey, du hast schon mal Jackbox gesprochen, genau, das stimmt. In die vorgezeichnete Papageienform. Ja, habe ich auch voll Bock drauf, auf mehr solche... und bei Hockey. Hockey-Videos werden eines Tages wahrscheinlich ein guter Eintrag auf dem Lebenslauf, auf dem Resümee sein. Auf diese Weise den ganzen Umriss eures Bildes mit der Kleberwatte aus. Oder meine Flashback-Videos habe ich auch schon synchronisiert.
Mit den Fingern könnt ihr die Watte toll modellieren und exakt bis... Das ist einfach Chubby Bunny. Das ist einfach nur ausgerotzte Marshmallows von typisch Andy. Junge, hä? Was passiert hier gerade? Warum ist da so ultra viel daneben gegangen? Wird das noch weggeputzt da oben? Das ist doch schon auf der Pappe. An die Außenlinien schieben. Komplett vollgejisst, das Ding. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Pinsel zur Hilfe nehmen. Ich glaube, das wird noch gut, aber ich bin gerade sehr verloren, was passiert. Ich habe nicht zugehört. Macht immer so weiter, bis ihr den... Dreimal C und pappig, viermal C und pappig. Ich glaube bei meinem Headcanon, dass weißer Bastelkleber einfach Holzleim ist. Ist es doch. Weißer Bastelkleber, sie hätten einfach nur nicht weißer Bastelkleber sagen sollen. Sie hätten einfach Leim sagen sollen. Dann auch hätten viele Eltern das wahrscheinlich doch zu Hause gehabt. Und mit Kleber drüber pinseln. Ich hab's dabei. Digga, sag mir nicht, ich hab den Deckel zugeklebt. Ich krieg's überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise auf gerade. Mit dem Pinselstiel? Digga! Die einzelnen Details herausarbeiten. Ich dachte echt, ich hätte so viel Kleber daneben zum gemacht, Beispiel dass ich den Deckel zugeklebt habe. Das Auge des Papageis. Schwächling, ja, wer ist jetzt der Schwächling hier, hä? Wenn ihr mit allem zufrieden seid, lasst den Papagei erstmal liegen. Weiß nicht, was ich damit jetzt machen wollte. Wenn euer Kunstwerk getrocknet ist, ist es hart geworden und der Papagei hat eine richtig schön räumliche Form bekommen. Wenn ja, und ich bin auch hart geworden. Gegangen ist, macht das gar nichts, denn der trocknet durchsichtig. Ich habe meinen ganz persönlichen Bastelkleber. Es tut mir leid. Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Nehmt dazu normale Wasserfarben oder Plakatfarben. Ihr könnt natürlich in einem Tierbuch nachschlagen, wie ein originaler Papagei aussieht. Wo ist denn das ganze Scheiß da hin? Wie wurde das denn jetzt gereinigt? Oder ihr malt einen Fantasie-Papagei. Okay, Johnny, sorry. Besser. Es geht halt ständig um Sex. Dieser Papagei bekommt erstmal einen blauen Körper. Johnny ist horny, das ist los. Ich bin horny wegen dem fucking Papagei. Ich bin horny wegen dem Grillshow-Johnny. Wenn man verschiedene Blautöne benutzt, bekommt er eine bessere Struktur. Weiter geht's mit einer anderen Farbe. Das finde ich eher. Das Gesicht und die Füße einfach kindisch? Nee, wie sagt man? Das ist einfach nur dummer Humor. Oben am Kopf, wenn ich horny bin. Noch einen grünen Schopf. Wenn ich horny bin, dann erlebt ihr mich anders. Das wisst ihr, glaube ich. Schon habt ihr einen wunderschönen bunten Papagei. Für die feinen Gesichtszüge habt aber ihr wollt mich nicht horny erleben. Schwarzen, dünnen Filzstift. Das sieht stark aus. Das ist wirklich fucking gut geworden. Das ist. Das ganze Bild noch mit weißem Bastelkleber einstreichen. Aber ja, kann man machen, aber wie auf Zwang musste denn der weiße Bastelkleber jetzt plötzlich nochmal sein? Wenn ihr das ganze Bild mit weißem Bastelkleber einschreibt, so niemand jemals Benny aus Art Attack. Dünnen Filzstift benutzt. Warte, ich muss das gut timen für den Clip. Scheiße, das war falsch rum. Niemand jemals Benny aus Art Attack. Wenn ihr jetzt das ganze Bild noch mit weißem Bastelkleber einstreicht, kommt der 3D-Effekt noch besser raus, denn das Bild fängt an zu glänzen. Es glänzt einfach nur. Ich fand den 3D-Effekt vorher fast cooler als jetzt, bin ich ehrlich, würde ich nicht machen. Ich finde, das war vorher stärker, weil die Farben einfach schöner aussahen dadurch. Wobei es jetzt so ein bisschen den Look von so Plastik bekommt, den man vielleicht will und nicht, dass es so selbstgemacht aussieht. Aber, boah, das ist eh viel zu gut bepinselt. Also, ich mag, dass es ein 3D-Bild jetzt ist. Das ist schon nice. Ist euer 3D-Wattebild. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Motiv malen. Wie gefällt euch dieser Kolibri hier? Oh. Wie ihr seht, er versucht gerade aus einer Blüte Nektar zu saugen und auch so wie Kolibris das machen. 3D einfach aus Papier auf die Pappe geklebt. Oder? Ja, stark. Mit einer ganz besonderen Wüstenlandschaft mit einem Kaktus. Nee, voll hat auf jeden Fall was. Felsen. Könnte man so Fanart-mäßig auch machen, wenn man sich tatsächlich irgendwo Dekoartikel ins Haus hängen will. Irgendwas, was nicht random-ass Landschaften sind, sondern irgendwas Wiedererkennbares, fände ich richtig stark in 3D, glaube ich. Jetzt einfach selbst. Irgendwas aus einer Show. Die Watte aus dem Kosmetikschrank und los geht's. Bastelt euch eure eigenen 3D-Wattebilder. Und den weißen Bastelkleber, wa? Das ist eine ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeit für Watte, sie mit Bastelkleber zu tränken und... Achtet mal drauf, wofür ihr die Watte benutzt tolle halt. Tolle 3D-Bilder. Warte mal. Ich hab auch eins probiert. Wie wär's mit einem 3D-Johnny? Aber ich kann ja gar nicht 3D gucken, das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich glaub, da ist irgendwas schief gelaufen. Wollt ihr mal sehen? Huh? Blöd gelaufen.
Ich sag, die haben damals das englische Wood Glue als White Glue verstanden und deswegen weißer Bastelkleber draus gemacht. Guck mal, Chico, du willst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Synchronsprecherrichtung oder bist es halt bereits. Das ist natürlich interessant. Du meinst also von deiner Dialogbucherfahrung her, dass sowas passieren kann, dass die. Das kann man ja easy nachgucken, ne, ob die englischen Folgen Wood Glue sagen. Ich bin so ungeschickt mit meinen Händen. Junge, das habe ich zuletzt auch bei der Grillshow gesehen, würde ich sagen. Das sieht schon fast appetitlich aus. Blöd gelaufen. Ich bin so. Blöder Schlaukopf. Blöder Schlaukopf. Oh. Versteht ihr? Ich glaube, er hätte es nochmal anders betonen müssen. Das war im Englischen bestimmt offensichtlicher, dass er einen Joke darüber macht, dass er keine Hände hat. Ja, ich glaube, da kommt noch was. Jetzt kommt Blitz Art Attack. Das ist so das One Minute. Wenn ihr ein besonders zauberhaftes nicht der Pudel schaffen wollt, braucht ihr als magische Zutat unbedingt so eine hier, normale Kreide. Zeichnet als erstes eine einfache Zeichnung auf einem dunklen Papier vor. Jede Wette, es gibt einfach weißen Bastelkleber im Kunstfachgeschäft. Natürlich. Digga, niemand war in einem Kunstfachgeschäft, ist ja das. Das ist es ja gerade. Natürlich gibt es die ein, zwei Schneeflocken, die das alles hatten und gemacht haben und auch nicht zu faul waren oder motiviert oder generell in einem Bastelparadies wahrscheinlich aufgewachsen sind, gewohnt haben, wie auch immer. Jetzt kommen solche Leute wieder um die Ecke. Aber ja, natürlich gibt es weißen Bastelkleber in einem Bastelgeschäft. Okay. Und zum Vorzeichnen habe ich einen silbernen Stift benutzt. Ihr könnt natürlich auch einen weißen nehmen. Und jetzt wird es Zeit für die Kreidemagie. Dazu verwischt ihr die Kreidelinien ganz einfach mit eurem Finger nach außen. Und langsam scheint es, als ob die Fee von einem feinen Staubschimmer umgeben ist. Feenstaub! Boah, geil. Sowas habe ich nämlich dann immer übernommen. Ich glaube, ich habe sogar in Art Attack gelernt, dass ich Anspitzerreste, also natürlich, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ob ich es nicht vielleicht auch bei Fingertips oder in der Mickey Mouse gelesen habe oder so, aber anspitzen, so einen Buntstift anspitzen, dann die kleinen Holzdinger rausnehmen und nur noch diesen Staub über mein Bild verteilen und dann mit dem Finger habe ich so dezente Sachen anmalen können. Also zum Beispiel den Himmel konnte ich damit viel smoother ausfüllen, als wenn man immer die Striche des Buntstifts so deutlich erkennen kann beim Ausmalen. Das habe ich super viel gemacht. Einfach mit so einem Farbanspitzer und dann mit dem Finger verteilt auf meinem Bild. Nicht vergessen. Komische Art zu gucken. Zieht den oberen Teil des Zauberstabes nochmal fest mit der Kreide. Man kann euch auch nichts Normales erzählen. Mit solchen geschwungenen Linien von wem habt ihr das? Bewegung ins Bild. Stimmt nicht von mir, der das exakt gleiche eben mit die ganze Zeit gemacht hat. Mit eurem Finger verteilt ihr den Staubschimmer auch noch rund um den Zauberstab. Das sieht mal gut aus. Ja, das sieht übelst gut aus. Und genau solche Bilder hat er dann mit Salz gemacht. Mit Natriumchlorid. Das war übelst nice. Mit ihm bekommt die Fee noch richtigen Zauberstaub. Wow. Verziert das ganze Bild noch schön mit solchen Glitzerpunkten. Yeah. Oder man macht einfach den Sailor Moon Move und übersetzt einfach alles wortwörtlich und dann wird aus Make-up einfach mal Mach auf und keiner weiß, was du überhaupt willst. Das geht auch nicht, das ist noch dümmer eigentlich. Und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal und bastelt. Ich sag, wie es ist, Benny. Hab ich schon gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Art Attack. Ich war sehr inspiriert von Art Attack und fasziniert von den Riesenbildern und ich hab Dinge übernommen. Ich finde aber das Format der Show einfach nicht so geil. Benny ist ein super Typ, aber das Pacing, die einzelnen Projekte kann man natürlich immer nur Folge für Folge bewerten. Aber alles in allem, die Aufmachung ist bei Fingertips einfach mehr meins, bin ich größerer Fan, aber legendär. Also Art Attack auch irgendwo ein bisschen legendärer als Fingertips, muss ich sagen. Bisschen mehr Qualität auch irgendwie. Auf eine gewisse Weise finde ich es qualitativ hochwertiger, glaube ich. Einfach die Produktion, obwohl das Studio jetzt nicht so viel besser aussieht. Das kommt das zweite. Aber das Studio bei Fingertips ist schon ein bisschen wild. Da ist einfach nur irgendein Shit im Hintergrund und er hat halt teilweise so diese wunderschönen großen, ja, einfach so große Buntstifte und so. Ist schon cool. Umrissene Striche auf die Körper. Jetzt die Frage, fühlt man das, dass der Hintergrund einfach weiß ist oder fühlt man das bei Fingertips mehr? Alles eine Frage des Geschmacks. Aber beides Dinge, mit denen ich unfassbar gern aufgewachsen bin. Hat einfach Spaß gemacht als Mensch, der sich für sowas interessiert und inspirieren lässt und kreativ sein möchte. Gute Shows.